und sehr interaktiv für uns wird. Benjamin Jaksch, Lernbegleiter für neugierige Menschen, Lernenthusiast. Allein das verspricht ja schon jetzt viel. Und neben Coaching und Mentoring für selbstorganisierte Lernprozesse gibt er auch Vorträge, Interviews, hat einen Podcast und treibt dieses Thema Lernen wirklich in die Gesellschaft rein. Und ich freue mich sehr, dass er auch heute bestimmt versuchen wird, uns komplexe Sachverhalte leicht, zielgerichtet und einfach zu vermitteln, und übergebe an Sie. Viel Spaß damit. Dankeschön. Jetzt bin ich schon live. Ja, ich höre mich selber irgendwo. Sehr gut. Mir tut es auch ein bisschen im Herzen weh, dass wir jetzt diese Diskussion unterbrechen mussten, weil ich fand das wirklich sensationell, worum es schon jetzt gegangen ist. Und freue mich aber dann, dass nachher auch alle übrigen Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen auch noch zur Verfügung stehen in der Teams-Session. Da werde ich auch dann noch sein. Ich freue mich total, dass ich jetzt hier 20 Minuten ihrer Zeit bekomme, und ja, fühle mich fast schon so ein bisschen im Vergleich zu denen, die jetzt gerade gesprochen haben, denke ich mir so, boah, was qualifiziert mich jetzt mit euch oder zu euch, zu ihnen zu sprechen? Ich hoffe, ich werde diesem Anspruch gerecht. Dafür werde ich jetzt kurz meinen Bildschirm teilen, beziehungsweise ein Anwendungsfenster. Sie sehen jetzt hier mein iPad, das heißt, da kann ich jetzt ein bisschen damit spielen. Das Thema ist irgendwie klar, und darum ging es eigentlich jetzt gerade auch schon, nämlich wir stellen irgendwie fest, dass die Informationen, die wir brauchen, die Informationen, die wir fürs Lernen brauchen, die sind irgendwie alle da. Und Sie kennen das sicherlich, egal ob Sie sich über Stressmanagement, über Ihren Lieblingscheesecake oder über das Fahrradreparieren informieren wollen, selbst wenn Sie nur eine Stunde lang recherchieren, haben Sie mehr Informationen zur Verfügung, als Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben konsumieren können. Und ich durfte da neulich für das Magazin IM und IO einen Artikel schreiben, und jetzt habe ich versucht, so ein paar der Gedanken nochmal aus einer anderen Perspektive in einen kleinen Vortrag zu packen. Wichtige Info vorab, ich habe alle diese Informationen, die jetzt kommen werden, auch in eine Mindmap gepackt, damit das alles nochmal zusammengefasst ist. Wenn Sie möchten und diese Mindmap haben wollen, dann schicken Sie mir einfach eine E-Mail an info@benjaminjaksch.de, irgendwie mit Betreff Mindmap oder irgendwie so. Ich finde das dann schon, und dann schicke ich Ihnen diese Mindmap zu. Die ist deutlich größer als das, was man jetzt auf dem Bild sieht. Was ist die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation, das wurde jetzt gerade auch schon mehrfach erwähnt, das hat sehr viel mit Digitalisierung, Technologie, Transformation zu tun. Und zwar, die OECD schätzt, dass binnen des aktuellen Jahrzehnts 1,1 Milliarden Jobs betroffen sein werden von der Digitalisierung, Transformation, all dem, was gerade passiert. Und das Thema hatten wir ja jetzt gerade schon. Betroffen sein heißt jetzt nicht, dass die alle automatisch verschwinden. Aber das merken wir ja selber. Ich meine, wir treffen uns jetzt gerade hier mit 72 Menschen, aber trotzdem sitzt jeder bei sich zu Hause quasi. Das wäre auch vor ein paar Jahren auch undenkbar gewesen. Und genauso geht es ja weiter. Und wir wissen auch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Genauso, und da ist auch so ein bisschen das Statement von der vom World Economic Forum. Das World Economic Forum bezeichnet schon das als We need to reskill. Ich finde dieses Wording interessant. Also in den kommenden Jahren müssen quasi mehr als 1 Milliarde Menschen umgeschult werden. Das finde ich interessant, das Wording. Da komme ich gleich noch dazu. Was aber das World Economic Forum auch sagt, ist, dass insbesondere zwischenmenschliche Fähigkeiten und zwischenmenschliche Kompetenzen wichtig sein werden. So viel zum Rahmen. Ich entdecke aber da ein großes Problem, und das hat der Herr Jost jetzt gerade schon angesprochen, nämlich das World Economic Forum bezeichnet es schon als Reskilling Revolution und Reskilling Emergency sogar. Und da läuft es mir kalten Rücken runter, weil wir bezeichnen quasi die Lösung für das Problem als Umschulung. Und da bin ich der Meinung, da wird jetzt unsere Lösung Teil des Problems. Weil Umschulung und Schule, diese ganze Art von, wir bombardieren euch jetzt einfach mit Informationen, das führt weniger zu Lösungen als zu Problemen.
Und ich habe da, gestern ist mir ein Wort dazu eingefallen. Ich nenne das die Illusion des Bildungsdeterminismus. Davon müssen wir uns verabschieden. Das wurde jetzt gerade schon besprochen, deswegen gehe ich jetzt nicht so ganz in die Tiefe drauf ein. Ich habe die Folie nicht gerade erst erstellt, aber mir ist es gerade jetzt eingefallen, dass das jetzt ganz gut zu der aktuellen Diskussion passt. Weil bisher ist es so, wie gehen wir denn vor? Naja, wir produzieren Wissen und dann gehen wir davon aus, der Lerner, der hier in der Mitte ist, das stopfen wir da rein und hinten kommt dann irgendwas raus. Und deswegen bezeichne ich das als Bildungsdeterminismus. Das machen wir in der Schule so, das machen wir überwiegend in der Erwachsenenbildung so. Aber wir beachten dabei eine Sache nicht, nämlich das, was hier drin stattfindet. Und ich finde, da gibt es von Alfred Adler, dem einer der Begründer der Individualpsychologie, einen tollen Satz dazu. Und zwar nennt er das sogenannte individuelle Bewegungsgesetz. Jeder von uns hat hier in diesem Mechanismus, in diesem System in sich angelegt und auch durch unsere Erfahrungen, durch unsere Prägungen eine ganz einfache Regel. Und zwar, wir bewegen uns immer von einem irgendwie, wie auch immer gearteten, wahrgenommenen negativen Zustand nur hin zu einem immer positiveren Zustand. Dieser negative Zustand, der muss nicht unbedingt negativ wahrgenommen sein, aber wir setzen uns nur in Bewegung, und das ist das Wichtigste an diesem Bewegungsgesetz, wir setzen uns nur in Bewegung, wenn das, wo wir hinstreben, irgendwie positiver wahrgenommen wird. Und deswegen ist es auch so schwierig, das so zu denken. Ich meine, Bildung, also unser Bildungssystem und Schulung und Schulungen, das ist nicht evolutionär bedingt, sondern das ist halt eine Methode, die ist schon sehr alt, die ist schon so alt, das weiß keiner mehr, wann die Menschheit die entworfen hat oder keiner von uns war dabei. Wir wissen es schon, nämlich das war die Kirche, die gute Christen machen wollte und dann gesagt hat, dann setzen wir da Leute hin, dann liest einer vor und dann werden die gute Christen. Und wir fangen früh an, weil Kinder können wir noch leichter umbiegen als Erwachsene. Das ist Schule quasi in der Kürze. Man könnte noch ein bisschen mehr dazu sagen wahrscheinlich. Und wir haben aber jetzt eben zwei Probleme. Einmal können wir eben nicht davon ausgehen, dass dieser Determinismus überhaupt stattfindet. Und da hat der Herr Hust gerade sehr schön gesagt, wie ich finde, wir müssen da dieses Rückwärtsdenken irgendwie einführen. Und wir haben noch ein zweites Problem, und darauf möchte ich jetzt eingehen. Das zweite Problem ist nämlich, dass wir ja noch gar nicht wissen, insbesondere jetzt gerade, was soll denn da überhaupt rauskommen? Also wir können auch gar nicht sagen in der aktuellen Zeit, was soll denn überhaupt dieses Ergebnis hier sein, weil es so viele Tätigkeiten in den nächsten Jahren geben wird, die kennen wir überhaupt gar nicht. Und da möchte ich auf was kurz eingehen. Deswegen beende ich kurz meine Bildschirmfreigabe, damit auch mein Bild wieder ein bisschen größer dargestellt ist. Da möchte ich kurz auf was eingehen, was die Frau Göbel gerade gesagt hat, das fand ich sehr gut, nämlich das Thema Skillingplan. Das muss ich kurz auf dem Papier zeichnen, Sie werden dann gleich sehen, wieso. Wir sprechen ja immer von Skillingplan oder Learning Journeys oder und das ist eine gute Sache. Wir sagen also quasi, wir gehen hier einen Weg und wir sagen dann vorher, was dann da auf dem Weg irgendwie alles passieren soll. Und klar, dass es nicht immer so deterministisch funktioniert. Aber an sich ist es eine gute Sache. Nur was ist jetzt das Problem? Das Problem quasi an einer individuellen Learning Journey. Jetzt kommt das Leben. So, was ist denn jetzt mit meiner Learning Journey? Und was ist denn jetzt mit meinem Skillingplan? Jetzt sieht das Ganze plötzlich irgendwie so aus. Und das ist nicht mehr zweidimensional, sondern das ist dreidimensional. Und das ist ja keine Ausnahme, sondern das ist die Regel. Und jetzt erkennen wir plötzlich, dass das, was wir vorher geplant hatten, können wir vielleicht zu diesem Zeitpunkt gar nicht machen, weil da ist der Mitarbeiter in Elternzeit. Oder hier kommt plötzlich ein ganz steiler Anstieg, weil hier jemand einen riesen Karrieresprung vorbereitet und eigentlich was ganz anders machen möchte. Also das ist quasi eine natürliche Learning Journey. Aber wie bereiten wir uns auf sowas vor? Und da möchte ich jetzt auf was eingehen. Wie machen wir das denn am besten? Oder was haben wir denn da für Möglichkeiten? Ah, ich will jetzt nicht zu Amazon. Denn die Frage ist nicht,
was müssen wir diesen Menschen beibringen, sondern wie ermöglichen wir Lernen? Und damit unterstreiche ich eigentlich auch nur das, was jetzt gerade in der Podiumsdiskussion gesagt wurde. Denn die Informationen sind alle da, aber was können wir dann für die Lernenden tatsächlich tun? Weil wir wollen ja einander helfen, ohne dass wir uns jetzt beschulen und uns groß irgendetwas vorschreiben. Und darüber habe ich in dem Artikel, der in dem Magazin steht, relativ intensiv gesprochen. Was eigentlich jeder Mensch braucht und auch haben muss, aus meiner Sicht, ist eine individuelle Praxis. Und ich fand es gut, die Frau Göbel hat gerade gesprochen von ihrer Judo-Karriere. Und das sind eigentlich genau die Dinge, die wir brauchen. Also im Grunde ist es eigentlich auch schon egal, was die individuelle Praxis ist. Und ich hoffe auch, ich meine, sowas wie Working Out Loud macht schon darauf aufmerksam. Aber ich hoffe auch, dass Unternehmen darauf aufmerksam werden, was denn eigentlich passiert, wenn jetzt ein Lernender durch eine individuelle Praxis seine eigene Lernkompetenz überhaupt entwickelt. Weil dann haben wir etwas, das bezeichne ich immer als das zyklische Lernmodell, wo jemand tatsächlich in einen natürlichen Lernprozess eintritt. Und ich schreibe mal kurz hin, was hier drin steht. Ausprobieren, informieren, implementieren und reflektieren. Das ist jetzt meine Version so eines natürlichen Lernprozesses. Davon gibt es zig Modelle. Also ich beanspruche jetzt nicht, dass ich das erfunden habe. Davon gibt es zig Modelle, die auch mit unterschiedlicher Konnotierung arbeiten. Ich finde das sehr sinnvoll. Nehmen wir mal an, jemand sagt jetzt, ich möchte gerne meine eigene Lernfähigkeit fördern und nehme mir als Beispiel jetzt mein eigenes Stressmanagement ein bisschen besser hinzubekommen. Das wäre eine individuelle Praxis, wo jemand tatsächlich in so einen zyklischen Lernprozess eintreten kann. Weil das kann zum Beispiel anfangen mit, ich informiere mich jetzt mal, was es alles für Möglichkeiten gibt und was für Methoden da funktionieren können. Und dann, wenn ich mich informiert habe, kann ich das eben implementieren. Jetzt probiere ich mal aus, wie diese Methode so für mich funktioniert. Dann reflektiere ich darüber. Und wenn ich darüber reflektiert habe, komme ich automatisch wieder ins Ausprobieren und probiere dann was Neues aus, basierend auf meinen bisherigen Erkenntnissen und bisherigen Ergebnissen. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, mache ich das sehr häufig über körperliche Bewegung. Also in dem Artikel, falls Sie sich den angucken, geht es ganz explizit um das Thema Handstand zum Beispiel, weil jeder von uns hat diese individuelle Lernfähigkeit. Wir haben die alle. Wir bekommen die quasi nur in unserer Schulzeit mehr oder weniger abgewöhnt, weil wir dann, uns wird quasi verständlich gemacht, du bist Input-Output und hier ist der Input und jetzt kommt da irgendwie ein Output raus. Obwohl wir alle währenddessen schon merken, irgendwas stimmt da nicht. Aber wenn jemand jetzt wirklich diesen individuellen Lernprozess für sich neu entdeckt, dann passieren zwei Dinge. Einmal entwickelt man das Bewusstsein für seine eigenen Fähigkeiten und für die Herausforderungen. Das ist extrem wichtig. Wenn ein Mensch weiß, woran er gerade scheitert, dann kann er es lernen. Wenn ein Mensch weiß, was gerade die aktuelle Schwierigkeit ist, dann kann man es beeinflussen. Und ich gebe seit 20 Jahren Nachhilfe. Also ich bin zwar erst 32, aber ich habe mit 12 angefangen, Nachhilfe zu geben und bin seitdem fasziniert, wie toll es ist, wenn ein Mensch etwas lernt. Und das kommt immer auf zwei Dinge zurück, nämlich das Bewusstsein, was ist eigentlich gerade los? Warum bin ich hier gerade so unsicher? Was fehlt mir? Fehlt mir irgendwie eine Information? Bin ich vielleicht nicht motiviert genug? Was auch immer. Das alles können wir steuern und erfahren über das Bewusstsein. Und was wir dann noch brauchen, ist nicht nur das Bewusstsein, sondern, und das entwickeln wir dann auch, die Kommunikationsfähigkeit. Die Fähigkeit, das auszudrücken, was ich gerade brauche. Was fehlt mir denn gerade? Weil dann erst macht es auch Sinn, sich in diesem Lernprozess zu bewegen.
Muss ich gerade reflektieren? Sollte ich mal was ausprobieren? Fehlt mir irgendwie die Information oder fehlt mir noch eine Information, um das, was ich bereits zur Verfügung habe, auszuprobieren? Und das können wir nicht beibringen. Das ist die wichtigste Botschaft. Wir können das nicht beibringen. Wir können aber einander dabei begleiten. Und deswegen, der Oliver Lorenz hat es vorher angesprochen, zum Beispiel die Corporate Learning Community stellt Lernräume bereit. Genau da passiert das. Oder wenn wir dann von hybriden Lernen sprechen und so Lernarrangements, wenn wir einander dabei begleiten, jemand, der vielleicht Ahnung von dem Prozess hat, kann dann dabei helfen. Oder es reicht auch schon, wenn wir untereinander im Austausch sind. Und deswegen lege ich so großen Wert auf eine individuelle Praxis, weil da jeder von uns sehr viel dabei selbst lernen kann. Da geht es aber nicht darum, was kann ich jetzt diesen Menschen beibringen. Und daraus ergeben sich natürlich auch Konsequenzen für das Unternehmen, weil wir sind ja schließlich nicht auf dem Bauernhof oder wir sind nicht irgendwie nur in der Freizeit, sondern es geht ja auch darum, wie kommen wir mit diesem Bedarf zurecht und wie werden wir diesen Anforderungen gerecht. Und da braucht es natürlich im Unternehmen gewisse Rahmenbedingungen, die teilweise von der Führung verantwortet werden und teilweise von der Personalabteilung. Ich möchte nur auf ein paar kurz eingehen. Und zwar wahrscheinlich am allerwichtigsten ist die psychologische Sicherheit. Da steht jetzt nur PS. Psychologische Sicherheit ist quasi so etwas wie Vertrauen auf Teamebene. Keiner der Beteiligten in einer Situation hat Angst davor, gerade seine Überforderung oder seine Angst oder irgendein Problem auszusprechen. Psychologische Sicherheit ist deutlich komplexer als das, was ich jetzt hier in drei Sätzen sagen kann, ist aber im Grunde Verantwortung des Managements und ist im Grunde einer der wichtigsten Nährböden für Lernen und für eine gesunde Lernkultur. Da gibt es massig Artikel dazu, wieder, es gibt genug Informationen dazu, aber die Frage ist, wie wird es dann eben von den Führungskräften umgesetzt? Wichtig für die Personalabteilung und für alle, die im Learning und Development beschäftigt ist, dabei zu helfen, die Verantwortlichkeiten zu klären. Wer ist in dem Lernprozess für was verantwortlich? Wer stellt Informationen bereit? Welche Informationen gelten hier im Unternehmen? Und wer darf sozusagen auch in welchem Rahmen was tun? Da schaue ich nochmal zurück hier hin, weil wenn wir sagen, wir unterstützen euch jetzt bei eurer individuellen Praxis, was auch immer das ist, dann ist natürlich eine Frage, welche Verantwortung erwarte ich dann von euch, damit am Ende diese beiden Fähigkeiten da vielleicht irgendwo rausfallen. Und klar, das passt jetzt natürlich zu der Bezeichnung, wie ich mich selbst bezeichne, nämlich als Lernbegleiter. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon. Aber wir müssen weggehen von Lehre hin zu Begleitung. Gezielt und ganz gezielt in bestimmten Fällen macht natürlich Lehre Sinn, wenn jemand tatsächlich über eine Sache sehr gut Bescheid weiß und es nicht in diesem Input-Output-System betrachtet wird, sondern tatsächlich die konkrete Problemlösung irgendwie beinhaltet. Aber ansonsten sprechen wir ja eher von Begleitung statt Lehre. Und der Kreis in der Mitte ist nicht leer, sondern in dem Kreis in der Mitte von Rahmenbedingungen steht ganz fett Beziehung. Bildung ist eine Beziehung. Eine Beziehung zwischen jemand, der gerade etwas lernen möchte und einer anderen Person, die dieser Person dabei hilft. Das ist quasi im Kern Bildung. Und wenn wir diese Dinge beachten und die Mitarbeitenden dazu befähigen, das Wort kam vorher auch öfter, dann ist es möglich, dass sich die Mitarbeitenden weiterentwickeln können in ihrem eigenen Tempo, in ihrem eigenen Rahmen. Wichtig ist dabei natürlich auch, wenn ich weggehe von dem Bildungsdeterminismus, und das macht es so schwer für das Management, weil wenn ich weggehe von dem Bildungsdeterminismus, ich springe da nochmal kurz hin, vorher habe ich zumindest die Illusion, dass wir stopfen jetzt hier vorne was rein und dann kommt hinten was raus. Auch wenn das hinten gar nicht rauskommt, haben wir zumindest Geld dafür ausgegeben, dass wir vorne hier was reinstopfen. Und das macht es fürs Management immer leicht, weil dann kann ich das natürlich sehr leicht verantworten. Naja, wir haben doch alles getan sozusagen. Aber Lernen ist halt mehr oder weniger diesem individuellen Bewegungsgesetz
unterlegen und deswegen ist Lernen auch immer irgendwie ergebnisoffen. Das heißt, wir müssen auch offen dafür sein, was dann tatsächlich mit den Mitarbeitenden hier passiert und zu was für Menschen und was für Kompetenzen hier hinten tatsächlich rausfallen. Und eine Sache, ein Satz, der mir dazu immer einfällt, den ich da gerne sage, oder ein Statement ist, get comfortable in the uncomfortable. Das ist etwas, das kommt so aus meiner persönlichen Bewegungspraxis, weil nur wenn es irgendwie unbequem ist, dann fällt es mir auch leicht, quasi zu diesen positiveren Punkten hinzuwandern. Und wir merken gerade an der aktuellen Situation, was so bei uns in der Gesellschaft und in unserem Land und auch weltweit passiert, wir haben gerade eher das, sehr viele Dinge werden negativ wahrgenommen. Und zum gewissen Grad ist natürlich die Sicherheit, in der wir leben, auch immer so ein bisschen auch nur Illusion, Sicherheit in verschiedenen Bereichen. Aber wenn man sich sehr viel mit dem Körper und körperlicher Entwicklung und Möglichkeiten, was da mit dem Bewusstsein passiert, beschäftigt, merkt man, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, in dieser Unsicherheit irgendwie zu sein. Aber das ist auch ein ganz persönlicher Lerneffekt, der dann auftritt, wenn man sich sehr viel mit seiner eigenen Bewegung und auch seinem eigenen Lernen befasst. Und dann passiert nämlich noch eine Sache, die kann ich hier noch hinzufügen, die steht dann auch in der Mindmap. Eine Sache, die die Lernenden dann eben auch mitbekommen und vor allem selbst erfahren, ist Selbstwirksamkeit. Und kaum ein Konzept, kaum ein Feld aus der Psychologie hat so viel Transfer auf persönlichen Erfolg wie Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitserwartung. Das Konzept stammt von Albert Bandura, einem kanadischen Psychologen, der hat es in den 70er, 80er Jahren entwickelt und das ist seitdem auch sehr viel verwendet. Und das kann man auch mit so einer individuellen Praxis wunderschön fördern und entwickeln. Und so ist die Möglichkeit, dass wir die ganzen Informationen, die wir zur Verfügung haben, lernen, auch gezielt einzusetzen. Weil dann lerne ich, richtige Fragen zu stellen. Dann lerne ich, einen Kontext zu erfahren. Dann lerne ich, welche Information ist sinnvoll, mit wem spreche ich dann, welche Partner brauche ich und so weiter. Aber um eine persönliche, individuelle Praxis werde ich nicht drumherum kommen. Nochmal zur Erinnerung, das alles gibt es in einer Mindmap, die ist dann noch ein bisschen komplexer als das, was jetzt hier angezeigt wird. Falls Sie das haben wollen oder generell Fragen haben, schicken Sie mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse stimmt so, wie sie da steht. Und ich werde jetzt auch noch in der Teams-Session dann auch noch anwesend sein und bin gespannt, ob es ansonsten irgendwie Fragen gibt. Ja, vielen Dank. In der Tat ist es so, dass wir auch jetzt schon eine Frage haben. Und zwar geht es darum, also ist das Ausprobieren und Implementieren aus Ihrer Sicht eigentlich der gleiche Schritt, also eine Umsetzung? Und durch Informieren und Reflektieren wird diese Umsetzung beeinflusst. Oder machen Sie in Ihrem Modell da einen Unterschied? Sehr, sehr gute Frage. Aus meiner Sicht ist Ausprobieren und Implementieren, also die Ähnlichkeit ist natürlich da, weil Ausprobieren ist für mich aus meiner Sicht etwas, da fehlen auf jeden Fall noch irgendwie Informationen. Da habe ich nicht alles, was ich brauche. Aber Ausprobieren ist der Schritt, der notwendig ist, um einen Kontext zu generieren. Im Ausprobieren merke ich, warum ist hier irgendwie eine Information sinnvoll? Das ist ja auch der Knackpunkt, warum es uns so schwer fällt, Informationen dann umzusetzen. Und Implementieren ist natürlich insofern ähnlich, weil Implementieren ist so etwas wie ein gedopedes Ausprobieren. Da habe ich dann schon eine Information dazu und jetzt probiere ich mit dieser Information aus. Und deswegen ist sozusagen das Ausprobieren mehr oder weniger mit einem sehr großen Informationsdefizit und das Implementieren, da habe ich dann eine ganz explizite Information und die versuche ich jetzt in dem Prozess umzusetzen. Deswegen unterscheide ich da dazwischen. Vielen Dank dafür. Wie wir gerade schon gehört haben, wir freuen uns, dass wir Sie jetzt auch gleich in der Networking-Session haben. An Sie, liebe Teilnehmer, nutzen Sie es. Alle Referenten von heute Vormittag und auch aus der Podiumsdiskussion befinden sich jetzt gleich in der Teams-Session.
Wir sind zwar jetzt hier nur virtuell zusammen, aber wir wollen natürlich auch möglichst das Vernetzen fördern. Tauschen Sie E-Mail-Adressen, LinkedIn-Kontakte aus, sodass da jeder was davon hat. Vielen Dank, Herr Jaksch. Sehr gerne. Ach ja, das vielleicht noch hinzuzufügen, kontaktiert mich gerne auch per LinkedIn. Da bin ich wahrscheinlich am meisten zu Hause, was Social Media betrifft. Also gerne mich da kontaktieren. Ich werde den Link noch schnell teilen.